wie man eine Jubeldemo macht. Das ist sogar etwas spontan recht leicht Umsetzbares. Natürlich trotzdem besser, man übt vorher mal und spielt es durch. Die Grundidee ist, ab einem ausgemachten Signal so zu jubeln, dass es sehr auffällig ist. Je nach Einsatz möglicherweise auch den üblichen Lauf von irgendetwas stört. Also zum Beispiel einen großen redenschwingenden Helden davon abhält, seine großen heldenschwingenden Reden zu halten. Das Signal kann daher sein, wenn ich zum Beispiel irgendwo bin und eine Uhr im Blickfeld ist, dass um eine bestimmte Uhrzeit das anfängt. Eher hat es aber mit einem Anlass zu tun. Also zum Beispiel, um bei dem redenschwingenden Helden zu bleiben, dass der wieder mit seinen üblichen Argumenten kommt. Also nehmen wir mal an, es ist irgendein Politiker, der wieder über die soziale Hängematte und die in der sozialen Hängematte Liegenden herzieht. Dann könnte in dem Moment, wo das wieder kommt, der große Jubel einsetzen und jedes Mal, wenn er versucht weiterzureden, nachdem der Jubel verebbt, der Jubel wieder hochbranden. Und es muss nicht unbedingt auch nur Jubel sein, es können natürlich auch Sprechchöre sein, zustimmende Sprechchöre, die verwirren nämlich ein bisschen mehr als Protestsprechchöre. Ja, das ist in etwa das, was eine Jubeldemo ist. Ein recht bekanntes und schönes Beispiel hatte damit zu tun, dass es da einen, oder ich glaube, es gibt ihn immer noch in Berlin, an der Freien Uni, glaube ich, einen Unidirektor, also zuständig für die gesamte Universität, gegeben hat oder immer noch gibt, der als Faschist gilt. Und in dem Moment, wo das Wort Faschist ins Spiel kommt, wissen wir eh schon, das ist so ein häufiger Vorwurf und ein Killer-Argument und allerdings, wenn es stimmt, natürlich auch wirklich ein Problem, aber die Reaktionen sind absehbar. Die haben daher aufgehört, zum Beispiel auf Webseiten der Studienvertretungen und dergleichen das zu thematisieren und was er so sagt, weil das eben die übliche Folge ist, wenn man thematisiert, dass jemand womöglich bis wahrscheinlich ein Faschist ist. Sondern sie sind dazu übergegangen, überall dort, wo er aufgetreten ist, also am schönsten bei offiziellen Terminen an der Uni, wo er eben genauso ein Fall von redenschwingender Held dann sein sollte, sich unter das Publikum zu mischen und nicht mehr in einer Art und Weise, dass schon durch Körperhaltung und dergleichen klar war, dass sie zum Protestieren da sind, sondern mit glücksstrahlenden Gesichtern und schön angezogen. Und kaum, dass er das Rednerpult erklommen hat, haben sie mit vorher ausgemachten Sprechchören, die ihn eben als Held über alles gelobt haben, so lange, so laut daran gehindert zu sprechen, dass er seine Reden nicht halten konnte. Nur das war nicht von der ersten Sekunde an klar. Bei Protest wäre sofort klar gewesen, was los ist, sondern zuerst war das einmal seltsam und verstörend, dieser unglaubliche Applaus und diese Jubelchöre. Und das haben die eigentlich über Monate an verschiedensten Ecken und Enden, auch dann außerhalb der Uni der Stadt, aufrechterhalten, so dass natürlich dann schon klar war, was los ist, aber dass es auch immer mehr Leute mitbekommen haben. Und die Unileitung hat sehr lange gebraucht, mit dieser Situation umzugehen, also sicher länger, als sie gebraucht hätte, um mit dem üblichen Protest umzugehen. Das wäre ein schönes, bekanntes Beispiel. Und zum Trainieren, wenn man das mal ausprobieren will, da haben wir ganz banal uns auf eine große Kreuzung in Wien einmal gestellt, bei einem Workshop, wo es um diese Techniken ging. Das war sogar lustigerweise auch bei der Uni Wien. Also viel Verkehr und wir standen bei der Fußgängerkreuzung und hatten eine Hälfte des Teams auf der einen Seite der Kreuzung, die andere Hälfte auf der gegenüberliegenden. Und als Signal haben wir uns einfach ausgemacht in dem Moment, wo es grün wird. Und ab dem ersten Mal, wo wir dort gestanden sind und einfach die Fußgängerampel grün geworden ist, haben auf beiden Seiten einige Leute
gefrohlockt und Juchheizer sage gerufen und gejubelt. In dem Fall war es Training und aber trotzdem auch lustig zu sehen, wie die Umgebung reagiert, wie das andere Leute amüsiert, wie sie sich fragen, warum das jetzt passiert. Und auch für die Teilnehmenden war es ganz lustig, wie sich das anfühlt, wenn man so etwas durchzieht. Weil zuerst denkt man sich noch, komisch, werde ich jetzt überhaupt mitjubeln oder jubeln jetzt überhaupt die anderen und bin ich möglicherweise die einzige Person, die jetzt wirklich das durchzieht. Das haben aber alle gejubelt und daher war dieses Moment von komisch auch nur ein ganz, ganz hauchkurzes. Und dann war es eine recht interessante Erfahrung.